Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen weiter und let's rock! Was? Wir switchen weiter? Leute, was geht ab? Ich befinde mich gerade in... Leute, wo befinde ich mich gerade? Schreibt es jetzt in die Kommentare, was denkt ihr? Auf jeden Fall gibt's heute den... Toll! Was bringt das, das jetzt zu kommentieren, wenn wir es eh gleich sehen? Game Master Prank an Calvin. Und zwar, Leute, wer kennt alles den Game Master von euch? Daumen hoch dafür. Der Game Master, Leute, ich habe hier noch eine Maske von ihm gefunden. Mit dem werde ich ihn pranken. Und zwar habe ich mich eben verabschiedet von Calvin. Ich habe gesagt, Bruder, ich gehe zum Training, hau rein. Ich habe extra die Tür zugeschlossen, als wäre ich gerade gegangen. Und der denkt, er ist jetzt alleine zu Hause. Leute, davor habe ich überall Kameras aufgestellt, damit wir Calvin beobachten können. Und ich werde ihn jetzt gleich anrufen als Game Master. Also ich habe sein Handy eben genommen. Es lag da einfach offen rum. Und ich habe mich eingespeichert als Game Master. Ich werde gleich eine Nachricht schreiben, glaube ich. Erstmal so, hallo Calvin. Ihr kennt es nicht. Das Handy liegt einfach unentsperrt da rum. Unentsperrt? Entsperrt liegt es einfach rum. Ich weiß, du bist allein zu Hause oder so. Irgendwas werde ich mir gleich überlegen. Auf jeden Fall, Leute. Als wenn ob ihr ihn... Ja gut, Stimmverzerrung. Das richtig erraten habt. Ich bin gerade im Schrank von Calvin. Sehr, sehr eng, aber eigentlich ganz bequem. Und zwar, ich habe auch gerade Merch an, Leute. Mache ich die Kapuze auf und ziehe mir die Maske an und gehe dann gleich raus. Also ich spiele erstmal mit Calvin, ich werde ihm schreiben. Vielleicht werde ich noch... Er geht als Game Master raus mit eigenen Merch? Was? Anrufen, ein bisschen terrorisieren. Und ja, Mann, dann wird er denken, der Game Master ist zurück. Vielleicht wird er mich auch versuchen anzurufen, mal gucken. Ich bin echt gespannt, wie Calvin reagieren wird, Leute. Daumen ja, aber dann wird es ja sehen, ne? In den Handy, dass seine Nummer unter einer anderen gespeichert ist. Der Pranks und Leute, Handys am Start. Ich würde sagen, let go. Marvin? Alter, der Game Master. Marvin, Digga! Bleib da, wo du bist, sonst wird dir was passieren. Ach du. Oh mein Gott. Digga, warum ist Marvin nicht erreichbar, wenn der Game Master schreibt? Das ist doch schon der totale Fail. Er hat seine Nummer in sein Handy zu Game Master geändert. Oder beispielsweise den Namen, ja? Und er sucht jetzt aber Marvin in sein Handy. Selbst wenn er in WhatsApp guckt, würde da sein Name als Game Master drinstehen. Ich hätte es so gedreht, dass ich eine neue Nummer verwende. Mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin nicht dran, Mann. Geh doch dran. Hallo. Hier ist die Mobilbox. Morgen! Wo ist der? Hallo! Hat er nicht eh gesagt, dass er weggegangen ist? Hallo, hier ist die Mobilbox. Oh mein Gott, Digga, warum ist Marvin nicht erreichbar, wenn er Game Master schreibt? Was soll ich jetzt machen? Wie beobachtet er mich oder was? Leute, Calvin hat angerufen. Ich habe den jetzt weggedrückt die ganze Zeit. Der darf mich hier nicht sehen. Ich muss hier irgendwie sicherstellen. Oh, oh, der ruft an. Jo, Calvin. Mann, wo bist du? Hast du geschrieben? Was? Ich soll auf meiner Stelle bleiben. Was sagst du? Der Game Master hat geschrieben. Der Game Master? Ja, Mann, der hat mir eine SMS geschrieben. Bruder, ich bin gerade im Auto. Ich bin gerade beim Fitness angekommen. Oh, Mann, ey. Komm mal schnell zurück. Haben die nicht ein eigenes Fitness irgendwie in den Keller oder so? Boah, ich bin... Ja, du bist gerade hier in der Küche mit meinem Getränk und... Ja, ich bin heute... Oder haben die ihr Fitnessstudio woanders? Oder war es gar kein eigenes? In der einen Folge da, wo die... Wer am meisten abnimmt, glaube ich, war es. Oder wer am wenigsten zunimmt. In einem anderen Studio. Ich bin ein bisschen weitergefahren, Mann. Oh, Mann, fahr sofort zurück. Der ist bedroht. Der meinte... Warte, was... Soll ich dich von der Stelle bewegen? Was sollst du? Der meinte, soll ich dich von der Stelle bewegen. Hä? Wo bist du gerade? Ich stehe auf dem Kühlschrank. Oh mein Gott, was soll ich machen, Mann? Soll ich zurückkommen? Ich bin in der Küche. Ja, Mann, komm zurück, Mann. Okay, das kann vielleicht 40 Minuten dauern. Meinst du, es hält... Boah, meinst ich hier rumstehen die ganze Zeit. Meinst du, hält es aus? 40 Minuten? Wo ist das Fitnessstudio, Alter? Jetzt gar keinen Bock mehr, wenn ich schon so weit fahren müsste, Alter. Ja, ich kann ja nichts machen. Nicht, dass er noch irgendwas macht oder so. Und hier oh, shit. Beeil dich. Ja, ich beeil mich, Alter. Mach am besten deine Kamera an oder so. Ja. Ich kann jetzt nichts hier machen. Oh mein Gott. Beobachtet mich wahrscheinlich.
Was meinst du? Dokumentier alles, die Fahrt, nicht, dass noch irgendwas passiert. Weil ich habe jetzt, ich kann nichts machen, der beobachtet mich. Ja, soll ich mit Handy? Soll ich mit Handy filmen? Genau, genau. Und dann können wir das in YouTube-Video drehen. Okay, okay, ich komme so schnell wie möglich zurück. Oh mein Gott. Ist zurück, Mann. Der ist zurück, nein. Nein. Kann man sich nicht vorstellen, Alter. Oh shit, Bro. Nicht sehr zu random. Bro, halt durch, bitte. Dir darf nichts passieren, Mann. Ja? Ich mache extra nichts, nicht, dass ich hier irgendwie noch eine Strafe bekomme oder so, wie in alten Zeiten. Ja, Mann. Wegen. Beobachte alles auf dem Weg. Was machst du so lange? Ja, ich hab hier noch ein Getränk. Ich trinke das in der Zeit. Getränk? Okay, ja. Trink dein Getränk. Chillig, ne? Der Game Master ist hinter dir her. Beobachte dich. Was machst du so lange? Ach, ich trink mal kurz eine Runde. Ganz normal. Ist ja nicht so, als ob man sich bewaffnen könnte kurz oder so. Oh nein. Also ich trinke erstmal ein Getränk. Genau, das würde ich auch machen. Bist in der Küche, ne? Ja, ich bin vor der Küche. Nee, der Kühlschrank ist neben Badezimmer. Oder im Badezimmer in der Wanne. Okay, okay. Ja, ich beeil mich, Mann. Ich geb Kickdown, Mann. Ja, Mann, gib Gas. Bruder, halt durch, Mann. Pass auf. Ja, Mann, mach ich. Ja, Mann, bis gleich, Mann, beeil dich. Bis gleich. Leute, okay, der bleibt schon mal an der Stelle. Perfekt. Leute, Showtime. Jetzt Showtime. Oh, gut aus. Stimmt, ja. Ja, der tut's geil. Gerade eben hat er noch gesagt, es wird. Ja, gut, deswegen die 40 Minuten. Ah, stimmt. Ah, ja, gut, okay, jetzt war ich lost. Willkommen. Okay, schlau. Egal, man muss ihn antworten, ey. Das dauert mir zu lange, bis Marvin kommt. Was willst du von mir? Oha. Was war das denn? Ich habe überall Kameras aufgestellt, aber irgendwie sehen wir nur eine Küchenperspektive. Wo? Ah, jetzt, okay. Wo bist du? Ich wollte gerade sagen. Von dir. Krass, dass die Kamera dieselbe Akkuanzahl hat, ne? Komm raus! Ich weiß, das ist nur so ein Effekt, den man drüber legt. Ich finde das aber cool. Es gibt so ein Feeling, als ob es wirklich so eine versteckte Kamera ist oder so. Ich hab gesagt, bleib wo du bist. Wobei da noch so ein komisches, leichtes Rieseln fehlt. Ja, ich bleib da mit Basie. Komm da her. Geh, ich bleib wo ich bin. Komm her mit dich raus. Ach, komm her. Sag mal so eine komische, kurze Frage. Wieso muss er überall ein Haus Kameras aufstellen, wenn die doch eigentlich sowieso im ganzen Haus Überwachungskameras haben? Irgendwas läuft hier falsch. Oh, eine Klopause wird ja wohl drin sein. Wer, der schreibt jetzt, ey? Der steht da. Ich dachte, jetzt kommt's Klopapier hier flogen. Das wäre geil. Hey, die Tür zu, was soll ich machen? Hey, los, Marvin, Mann! Mach die Tür auf! Ich rufe es, Marvin. Mach auf! Wo bist du? Was ist los? Der Game Master hat mich eingesperrt. Der hält die Tür zu. Ich bin gerade auf Klo, ich bin auf Klo gehen. Der war hinter der Tür. Dann hat mein Base genommen. Beeil dich, wie lange brauchst du noch? 20 Minuten. Gib Gummi! Oder habe ich das vorhin falsch verstanden und er hat eine Nummer bei ihm eingespeichert unter Game Master? Er hat doch gesagt, er hat die Nummer, sein Name geändert in sein Handy, oder? Jetzt bin ich ein bisschen lost, weil er müsste es doch eigentlich sehen. Komm! Ja! Ich versuche hier rauszukommen, hält die Tür zu! Ich komm gleich am Ende nochmal. Der hat einen Baseballschläger. Im Badezimmer, in meinem Badezimmer. Oh, der Klopf, hörst du das? Thank you.
Mach auf! Oh mein Gott, was geht da ab? Mach doch zu! Alter, beeil dich! Alter, okay, ich komm, ich komm, ich komm. Gib Gummi, Mann, komm. Komm, Game Master, was willst du? Komm raus! Was ist dein Ziel? Wenn dann, ja, komm rein. Stopp. Was willst du? Ich muss ja auch aufs Klo gehen. Ich kann doch nicht da bleiben, wo ich bin, wenn ich aufs Klo muss. Ja, es kommt Marvin, da wirst du sehen. Da holt er mich hier raus. Soll ich reinkommen? Ja, sollst du. Komm doch. Ich zähle drei runter, okay? Drei. Zwei. Was soll das werden? Ist das ein Laserschwert oder was? Eins. Komm doch, komm doch. Ich hau auch immer eine Sprühflasche zu und brauch dafür zwei Hände. Was ist das? Komm doch rein, Mann. Stehst ja vor der Tür und machst immer noch zu. Oh. Halt. Was? Voll dumm. Psycho, was willst du? Psycho, Alter. Hey, hey, gerade wollte noch, dass sie reinkommt und wollte die mit einer Deo-Dose verprügeln. Und jetzt? Ich brauche einen Basemann. Der Thema, Alter. Yo, die Akkus sind ja auch richtig krass wegretuschiert. Hier sieht man noch was. Aber trotzdem cool. Komm her. Joa, Alter, was? Komm her, du Schwein. Es bringt genau nichts, wenn man mal gegen den Basie kloppt, Alter. Ne, hast du mal Basie genommen, ne? Alter, was willst du? Was machst du da? Krank oder was? Was willst du? Sag, was du willst. Was? Bist du friedlich? Wir beiden legen jetzt runter, ja? Auf drei. Drei, zwei, Gleichzeitig. Bruder, Digga, ich hab Herzverkrumm, Schatz. Du dachtest echt, du bist allein. Ich bin alleine und ich konnte nicht mehr bloggen, hab ich mir auch gedacht. Ja, Mann. Weil ich wollte nicht gegen die irgendwelche Regeln verstoßen. Ich geb dir gleich weg, Alter. Alles gut, Bro. Digga, ich brauch mal Getränke. Alles gut, Bruder. Ich glaub, der Game Master wieder back ist. Alter, ich wollte nur Getränke. Die Maske wird verbrannt. Der Game Master war Geschichte, ein für alle Male. Gönn den Mann. Ja, ich muss die ganze Reihe noch zu Ende gucken, Alter. Puh, was sagst du denn, ey? Um zu wissen, wie es ausging. Das schreit nach einer Rache. Daumen hoch, wenn ich mal pranken soll. Wollen wir gar nicht so anfangen, ja. Dann geht's wieder los. Wollen wir gar nicht wieder so anfangen. Aber ich muss mir was verdammt gut überlegen, weil wir haben Pranks ja schon richtig krass durchgespielt, aber vielleicht komm weg. Und immer so nebenbei. Meinst du, wie soll man den Game Master anschreiben? Bist du doof? Niemals. Dreh ich jetzt gerade durch. Niemals. Bist du krank? So zu zweit, wenn ich schon alleine hier mit dir klarkam. Wir wollen nicht hier beschwören wieder, ne? Mit ihm, nicht mit dem Game Master. Bitte schreib's mal in die Kommis, was ihr davon haltet, weil ihr motiviert uns. Der Prank hat gereicht, würde ich sagen. Schreib's mal in die Kommis, irgendwie habe ich einen Nervkitzel bekommen. Echt? Leute, sollen wir wieder anschreiben den Game Master? Dein Ernst? Also fetten Daumen hoch, wenn ihr das wollt und Kommentar. Dann sehen wir eher Bock. Alter, ich muss das. Aber ich sag mal so, nur wenn es so in alten Stil verfasst wird, wie damals die Reihe, dann könnte es echt funny werden. Getränk trinken, klarkommen, das wäre richtig verrückt, Mann. Ja, also, oder vielleicht richtig krass auf Hollywood-Style. Ach nee, ich glaube, das wäre schon wieder, das wäre dann schon wieder zu viel Filmfeeling, muss ich sagen. Gerade so wie es ist, ist es so. Ihr wisst ja, wir müssen es ein bisschen so trashartig ansehen, aber so auf Hollywood-Style aufgebaut. Ja, das wäre, denke ich mal, bei diesem Format nicht so geil. Getränk. Ja, Mann, und ich bin raus. Ich habe irgendwie Bedarf, dich festzuhalten. Ich bin immer noch im Modus, ey. Ja, dein Ernst? Tu mal weg, Alter. Ich bin keine Gefackel. Leute, Daumen hoch für mehr Pranks. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace. Das war funny. Das war schon cool. Obwohl viele Fehler drin waren. Ach, ich wollte ja noch was gucken. Mit dem Handy.
Oder? Also ich habe sein Handy eben genommen, lag da einfach offen rum und ich habe mich eingespeichert als Game Master. Ich werde gleich eine Nachricht schreiben, glaube ich. Erstmal so. Also er hat sich eingespeichert als Game Master. Jetzt hat er aber nicht gesagt, ob er eine neue Nummer genommen hat oder seine alte einfach geändert hat. Okay, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber gut, war trotzdem funny. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.